Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem Kurs Marketing Reloaded hier auf meinem YouTube-Channel. Wie ihr wisst, möchte ich innerhalb von 6 Modulen möchte ich euch das Basiswissen für ein erfolgreiches Online-Marketing etwas näher bringen. Und wie ihr wisst, ist meine Grundüberzeugung, dass ich ein gutes Online-Marketing nur dann aufsetzen kann, wenn ich im Vorfeld ein ordentliches, strategisches, ganzheitliches Marketing durchgeführt habe. Und das möchte ich euch zeigen, wie man das macht, und habe da eben diese 6 Module für euch vorbereitet. Die 6 Module für diejenigen, die noch nicht dabei waren, also das erste Modul war ein Überblick, auch ein Video hier auf dem YouTube-Channel. Das zweite Video war die sogenannte Makroumwelt, also die Pestanalyse, die ihr in der Analysephase machen könnt, also Political, Economical, Social und Technological Analysis. Und heute möchte ich in die Mikroumwelt einsteigen, das heißt ein kleines Video, nicht sehr lange, und ich möchte bei der Mikroumwelt hier mit einem recht wichtigen Punkt beginnen, also 3.1 mit dem Markt. Und in diesem Video zeige ich euch, wie man sich einen relevanten Markt absteckt, wie man ihn benennt und wie wichtig schon die Benennung ist und was es mit den Marktkennzahlen, die ihr unbedingt kennen sollt, darum heißen sie ja Marktkennzahlen, was es damit auf sich hat. Ja, wie sind wir vorgegangen bis jetzt? Wir haben uns ein kleines Fallbeispiel genommen. Ihr erinnert euch, wir haben es so getan, als wenn wir ein kleines Handelsunternehmen sind. Und wir interessieren uns dafür, in den E-Commerce einzusteigen, weil wir eben feststellen, dass der Handel sich komplett verändert. Und jetzt haben wir aber geprüft, oder sind diese 6 Module. Jetzt prüfen wir, das ist unser Case, jetzt prüfen wir praktisch mit einer 360-Grad-Ansicht, was müssen wir denn alles im Vorfeld machen, um dann einen erfolgreichen Online-Shop überhaupt aufsetzen zu können und um dann für diesen erfolgreichen Online-Shop letztendlich dann auch das Online-Marketing und Social Media betreiben zu können. Ja, und in dem Fall war das so, das heißt, die Leute in diesem kleinen Unternehmen, das wir hier nachmachen, ist eben, dass jetzt eben die Entscheidung kam, okay, wir müssen in den E-Commerce, aber jetzt eben auch die Übereinkunft, der Konsens, okay, wir machen das, aber lasst uns bitte vorher strategisch planen, nicht, dass wir das Ganze an die Wand fahren. Und dieses strategisch Planen, dazu will ich euch eben diesen Marketing-Management-Prozess vorstellen. Und wie diejenigen, die jetzt schon 2, 3 Mal dabei waren, wissen, die Marketing-Management-Prozesse sind immer dreiteilig und dreiteilig in Anlehnung, ich nehme mal als Vergleich eine Ampel her, eben rot, orange und grün. Rot ist Stopp, stehen bleiben, nicht gleich rausrennen, sondern erstmal gucken. Dann die Überlegung bei der Strategie, wo gehe ich hin, links, rechts, gehe ich über die Straße und dann bei grün, wenn die Ampel auf grün umschaltet, der Marketing-Mix, die operative Umsetzung mit Online-Marketing, mit Online-Kommunikation, mit crossmedialer Kommunikation. Wir befinden uns immer noch so, wie dieser schwarze Pfeil anzeigt. Wir sind immer noch in diesem Schema, in diesem Prüfschema, in der Analysephase. Jetzt haben wir umgeschaltet von der Prüfung der Makroumwelt. Beginnen wir jetzt mit der Prüfung der Mikroumwelt. Und ihr erinnert euch, die Makroumwelt, das ist also, wo wir eingebettet sind mit unserem Vorhaben. Das haben wir mit der Pestanalyse durchgeführt. Wir hatten alle wichtigen Punkte hier auf dem Radar. Ihr erinnert euch an die 8 Prüfpunkte. Und jetzt in diesem kurzen Video gehen wir also, fokussieren wir auf die Mikroumwelt, die sich natürlich in dieser Makroumwelt befindet. Und wir beginnen hier mit dem relevanten Markt. Zur Erinnerung noch an unser letztes Video. Der relevante Markt ist in der Mitte. Wir haben links in dem Dreieck das eigene Unternehmen, rechts die Wettbewerber, das heißt die direkten und die indirekten Wettbewerber. Wir haben schon ein paar Mal jetzt besprochen oder angerissen, wie gefährlich indirekte Wettbewerber sind, die also aus einer ganz anderen Branche kommen. Und natürlich ganz, ganz wichtig, unsere Zielgruppen, die Motive unserer Bedarfsgruppen. Und nochmal für die, die nicht dabei waren, ich versuche immer diese Mikroumwelt als Dreieck darzustellen, weil ich dann alle 4 Prüfpunkte sauber unterbringe und im scharfen Schuss, also in der Praxis, aber genauso an der Universität oder Hochschule, letztendlich keinen Prüfpunkt in der Analysephase vergesse. Also das Dreieck ist der relevante Markt. Links das Unternehmen, um das es geht, mit seinen Fähigkeiten, Kompetenzen und Potenzialen. Rechts die Wettbewerber.
Das heißt, die direkten und die indirekten Wettbewerber und eben oben die Bedarfsgruppe, die Motive, die Beweggründe, die Probleme der Bedarfsgruppe, auf das werden wir dann eben später noch detailliert eingehen. Jetzt eben zurück zu diesem relevanten Markt. Der relevante Markt bedeutet nichts anderes als, du musst dein Spielfeld kennen. Kenne dein Spielfeld. Wo willst du hin? Hier in unserem Fall, wo gehen wir hin mit unserem E-Commerce? Wo gehen wir hin mit unserem Online-Shop? Also, wir versuchen nun, diesen relevanten Markt zu überprüfen, zu scannen und uns die wichtigen Dinge in diesem relevanten Markt anschauen. Und das machen wir jetzt. Also, wir stecken jetzt dein Spielfeld ab oder du machst es. Und was heißt das jetzt? Das heißt, es ist eigentlich ganz einfach. Stell dir vor, du arbeitest im Zeitungsmarketing, bei Medien. Ziel ist es, die Zahl der Abonnenten, nehmen wir mal das Beispiel Süddeutsche Zeitung, zu erhöhen. Und jetzt kommt die Frage, ja, was ist denn dann dein relevanter Markt? Stell dir vor, du willst die Zahl der Abonnenten der Süddeutschen Zeitung, die Süddeutsche Zeitung ist eine Tageszeitung, erhöhen. Also was ist dein relevanter Markt? Und hier kann man ganz schön viele Fehler machen. Wenn man sagt, naja gut, die Süddeutsche, das ist eine nationale Tageszeitung. Und dann ist man ganz schnell dabei, da hier falsch den relevanten Markt zu skizzieren oder abzustecken. Ja, das heißt, wenn du sagst, national, ich bin im Markt der nationalen Tageszeitungen, damit würdest du, so wie ich es geschrieben habe, deinen relevanten Markt, dein Spielfeld, viel zu eng definieren. Du würdest es viel zu klein machen, weil du hättest nämlich deine indirekten Wettbewerber, wie zum Beispiel TV, Radio, Internet, die hättest du gar nicht auf dem Radar. Das heißt, du würdest dich zu schnell in Sicherheit wiegen und den echten relevanten Markt komplett falsch einschätzen. Das heißt, dein kompletter Marketing-Management-Prozess würde komplett falsch verlaufen. Also, aufpassen. Ja, der relevante Markt ist determiniert, oder der relevante Markt determiniert dir im Wesentlichen die Marktkennziffern, wie zum Beispiel Marktanteil und Marktvolumen. Bei einer extrem engen Marktdefinition, wie in unserem Beispiel, du sagst, ich bin im Markt der nationalen Tageszeitungen. Das wäre falsch. Du bist im Markt der Medien, der Informations- und Unterhaltungsmedien. Und das sieht schon ganz anders aus für die Position der Süddeutschen Zeitung in diesem relevanten Markt. Also, pass auf, bei einer extrem engen Marktdefinition, und das machst nur du selbst als Konzeptioner legst deinen relevanten Markt fest. Das macht keiner für dich. Und wenn du den Ziel zu eng anlegst, also wenn du deine Marktdefinition zu klein machst, schrumpfst du dich sehr schnell zum Marktführer, freust dich und sagst, Mensch, es sieht doch gar nicht so schlimm aus, es ist doch toll, wir haben doch eine tolle Position hier im Markt. Das ist der eine Fehler. Und bei einer viel zu großen, weiten Marktdefinition steht dein Unternehmen oder dein Vorhaben, bei uns eben dieser Online-Shop, vielleicht in einem viel zu großen und viel zu weitläufigen Tätigkeitsfeld. Also ihr seht schon, mit der Weichenstellung des relevanten Marktes beginnt der ganze Marketingprozess, beginnt dein ganzer Prozess, dein ganzer Aufbau, letztendlich deine Strategien, letztendlich die Marketingstrategie und damit die Umsetzung im Online-Marketing. Und du kannst aber hier schon komplett in die falsche Richtung laufen, wenn du nicht zuvor ganzheitlich gearbeitet hast und letztendlich deine Hausaufgaben diesbezüglich gemacht hast. Merke, der relevante Markt also, du wirst in diesem Markt eben dann nur Teilbereiche mit deiner Teilleistung abdecken können und damit nur in einen sehr kleinen Marktanteil letztendlich hinterher aufweisen. Also pass auf, entweder bist du zu klein oder du bist zu groß, mit den Folgen, dass du dich falsch einjustierst. Also, gar nicht so einfach. Überleg das, lass dir hier Zeit, überlege, was ist mein Spielfeld, was ist mein relevanter Markt, in den ich hineingehen will. Ein kleiner Tipp, versuch also zuerst bei der Mikroumwelt, wenn du bei dem Thema, was ist mein relevanter Markt bist, versuch einfach mal so als kleine Übung, den Markt, in den du hinein willst,
und was du auch anbietest in diesem Markt mit einfachen Worten zu beschreiben. Ich bin im Markt des. Ja, von was? Und da ist es relativ schnell. Mein Business, die auf die Frage, what's your business? Ja, what's your business? Das ist genau das Gleiche oder zielt in die gleiche Richtung. Sagen ihm viele Leute viel zu schnell produktorientiert, was sie überhaupt machen. Also die nennen die Dienstleistung. Und das ist fatal schon an diesem Anfang, wenn du die Weichen stellst, dass du eben nicht den Fokus auf den Kunden hast, dass du nicht kundenorientiert arbeitest. Und das ist in vielen Fällen der Fehler, dass alle immer reden, der Kunde steht im Zentrum, Kunde im Mittelpunkt, Herzenssache, Kunde und was alles da definiert wird. Nur da oben strategisch sieht man schon, hoppla, das geht ja in die ganz andere Richtung. Also würdest du, weil amerikanische Unternehmen fragen, die eben sehr, sehr, sehr viel Wert hier auf das legen, what's your business, würdest du wahrscheinlich eine eher kundenorientierte Antwort auf diese Frage bekommen. Was meine ich damit? Nochmal zur Erklärung. Starbucks. Ja, Starbucks verkauft Kaffees. Ist Starbucks ein Kaffee? Naja, klar, Starbucks verkauft Kaffees. Aber in Wirklichkeit, und das ist auch das, was strategisch letztendlich hinterher verkauft wird und kommuniziert wird, Starbucks verkauft aus Sicht der Kunden, subjektiv, 30 Minuten Auszeit, relaxen, kostenlos ins Internet gehen, Freunde treffen, einen dritten Ort, wie die selber schreiben, zwischen Arbeit und Zuhause, ein Chillen und in dicken, fetten Sesseln sitzen. Das ist das, was Starbucks verkauft. Und das würden die dir als Antwort geben auf die Frage, what's your business? Alright, schauen wir das nächste an. What's your business? Was würde Harley Davidson sagen? Wir verkaufen keine Motorräder. Natürlich verkauft Harley Davidson genauso wie BMW Motorräder. Aber eine Harley zu fahren oder eine BMW oder nehmen wir mal Harley hier, ist ein Lebensgefühl, eine Community. Das ist eine große Gemeinde. Das ist, wir Psychologen nennen das, das ist ein Trade-Produkt. Das ist ein Persönlichkeitsmarkierer. Also eine Community, eine große Gemeinde. Es ist Ausdruck der Persönlichkeit, eine Harley gekauft zu haben, eine Harley zu fahren. Und deswegen verkauft Harley Davidson ein Lebensgefühl und kein Motorrad. Und das Gleiche für eine andere Zielgruppe findet bei BMW oder bei Porsche oder was auch immer statt. Also denk dran, what's your business? Was ist dein Business? Was ist das what's your business von unserem geplanten Online-Shop? Produkte zur Verfügung zu stellen? Naja, damit wird man später dann in der Umsetzung wahrscheinlich niemanden hinter dem Ofen vorlocken. Oder gehen wir mal an die Universität. Harvard. Was sagt denn Harvard? Harvard sagt nicht, wir sind eine Elite-Universität. Sondern Harvard sagt von sich selber, what's your business? Sagen die, wir bieten exzellente Perspektiven für deine Zukunft. Das ist ganz was anderes, als wenn ich sage, ich bin eine Hochschule, ich bin eine Universität und bei mir kannst du einen Bachelor in BWL oder in Wirtschaftspsychologie oder einen Master in BWL oder Wirtschaftspsychologie machen. Nee, Harvard sagt viel intelligenter. Bei mir bekommst du exzellente Perspektiven für deine Zukunft. Versteht ihr? Das ist kundenorientiert, das wird gelebt, da ist der Kunde wirklich im Zentrum. Und deswegen, wenn ich mich so positioniere und das später in die Marketingstrategie übernehme, dann kann ich ganz anders argumentieren und ich kann auch ganz andere Preise aufbringen, als wenn ich sage, bei mir kannst du einen Bachelor machen. Okay? Also ich denke, damit ist es klar geworden. Und hier noch ein letztes Beispiel, die Airline Virgin. Ja, die sagt eben nicht, ich fliege dich von A nach B, sondern was die sagen ist, bei mir kriegst du, und was uns unterscheidet von anderen Airlines ist, ich verkaufe dir oder wir verkaufen dir Unterhaltung auf 12.000 Fuß. Und ich denke, damit ist es jetzt klar geworden, wie wichtig schon die Benennung ist und was schon in der echten Benennung, what's your business und in welchem Markt du eigentlich rein willst, wie du da am Anfang die Weichen stellst. Okay, und jetzt musst du dann, wenn das geschafft ist, und das ist ganz, 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 ganz schwierig, dann musst du nur noch dein Spielfeld abstecken und musst praktisch sagen, wo spiele ich denn? Bin ich nur lokal unterwegs? Regional? National? Mache ich mit meinem Online-Shop vielleicht nur Deutschland zuerst? Mache ich Deutschland, Österreich und Schweiz? Oder gehe ich sogar international oder global? Also ihr seht,
All diese Punkte, die wir nachher brauchen für die Realisation eines E-Commerce und eines Online-Shop, muss schon am Anfang bei dem Prüfpunkt Markt, relevanter Markt, festgelegt, diskutiert, abgewogen werden, weil sonst muss man später wieder zurücktarocken und man hat auch keinen geradlinigen Plan, was jetzt passieren soll. Und wenn du diesen Markt für dich selber abgesteckt hast und sagst, in diesen Markt möchte ich hinein, dann kannst du auch erst oder erst dann kannst du deine Marktkennzahlen abchecken, weil du jetzt nur dann weißt du ja, wie groß dieser Markt und wie attraktiv dieser Markt später sein wird. Ja? Und das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Entscheidung für Investitionen, für deinen Businessplan oder wenn jemand kommt und sagt, wie groß ist denn der Markt, in den du da jetzt mit dem Online-Shop hineingehen willst? Ist der heiß umkämpft? Was geht da los? Was passiert da? Wie ist das? Oder ist das nur so eine Idee jetzt? Also ihr seht schon, hier wird es schon sehr, sehr, sehr genau und da solltet ihr bitte auch genau arbeiten. Ich habe euch mal die Marktkennzahlen, die gängigsten, mit denen man hier arbeiten sollte, habe ich euch rein. Einmal die Marktkapazität. Und die Marktkapazität beschreibt das theoretische Aufnahmevolumen eines Marktes, die Kaufkraft und die Fähigkeit der potenziellen Kunden, diese Leistung auch wirklich zu kaufen, wird bei der Marktkapazität nicht berücksichtigt. Also Vorsicht, ja. Ein Beispiel, die Marktkapazität für Segeljachten würde sich dann errechnen, Anzahl der Personen mit einem Segelschein multipliziert mit je einer Segeljacht ergibt die Marktkapazität für Segeljachten. Aber ihr seht schon hier, das ist natürlich eine rein theoretische Größe und mit der sollte man nicht arbeiten. Also wenn man Marktkapazität liest, bitte sehr vorsichtig. Besser schon das Marktpotenzial. Das Marktpotenzial beschreibt jene Größe, die auch tatsächlich im Markt realisiert werden kann, weil es eben die vorhandene Kaufkraft berücksichtigt. Also in unserem Segelboot oder Segeljacht-Beispiel, wer kann sich wirklich eine Segeljacht auch leisten? Eine weitere Kennzahl ist das Marktvolumen. Das heißt, es zeigt die effektiv verkauften Stückzahlen oder Umsätze aller Anbieter in einem Markt pro Jahr. Fehlen dir bei der Planung hier genaue Angaben über das Marktvolumen, so lassen sie sich doch durch eigene Marktkenntnis, Verbandsstatistiken, Aussagen von Mitbewerbern und eventuellen Marktforschungsberichten kannst du die Märkte recht gut einschätzen und darstellen. Fehlen Daten, und oft werden sie fehlen, dann musst du eben auf die beste Schätzung ausweichen oder zurückgreifen. Aber du musst den Punkt Marktvolumen, speziell auch für deinen Businessplan, musst du durchdenken und durcharbeiten. Das gehört zum Start. Der Marktanteil, er bezeichnet den Anteil der eigenen Unternehmung, also unseres Unternehmens, am Marktvolumen und der wird meistens wert- oder zahlen- oder mengenmäßig ausgewiesen. Und dann, was wir später noch brauchen, gibt es den sogenannten relativen Marktanteil. Und der relative Marktanteil, den errechnet ihr, Marktanteil des eigenen, also eures Unternehmens, geteilt durch den Marktanteil des stärksten Mitbewerbers oder Sternchen oder der Mittelwert aus den drei größten Wettbewerbern. Okay, das war diesmal eine kurze Einheit, knapp 20 Minuten, glaube ich. Wir sind immer noch bei dem Thema Mikroumwelt und bei dem Thema Markt. Wir werden auch in der nächsten Lerneinheit uns noch mit dem Markt beschäftigen, weil es hier unterschiedliche Strategietools für die Praxis gibt. Also, welche Werkzeuge brauche ich bei der Mikroumwelt? Wie wende ich sie an? Wo liegen deren Grenzen? Und das werden wir in den nächsten Einheiten machen. Die werden auch immer kurze Parts sein, aber sehr, sehr, sehr spannend. Aber ihr seht jetzt schon, am Anfang muss man einfach strategisch sauber arbeiten, um dann hinterher keine Probleme zu bekommen. Und das ist Marketing. Und deswegen sage ich, ist Marketing auch im Online-Marketing so wichtig. Und wer diese Informationen nicht hat und diese Informationen nicht in seine Online-Marketing-Strategien einfließen lassen kann, der macht auch kein gutes Online-Marketing, sondern ja, geht viel zu schnell zur Umsetzung und
vergisst wichtige Punkte. Also vielen Dank. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr auf meinen YouTube-Channel öfters zurückkommt. Ich werde in Zukunft also dieses Thema, diesen Marketing-Management-Prozess mit 6 Modulen noch fertig machen. Und als nächstes werden dann weitere interessante Themen zum Online-Marketing kommen. Ich glaube, weil mich schon viele angefragt haben, der nächste Bereich oder die nächste Abteilung, die dann folgen wird, der nächste Themenbereich, wird dann eben Marketing-Psychologie sein und Psychologie des Online-Marketings. Aber Step by Step, lasst uns jetzt erstmal den Marketing-Management-Prozess durchgehen und das ein bisschen zetteln lassen. Und ja, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören, für diejenigen, die es jetzt 20 Minuten ausgehalten haben. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt und würde mich freuen, wenn wir uns wieder auf meinem Channel in der nächsten Zeit mal wiedersehen. Wenn ihr Fragen habt, meine E-Mail-Nummer ist ja auch immer angegeben. Ihr könnt mich gerne anmelden, peterfischer@4m-marketing.com. Ihr könnt mich auch anrufen oder die Adressen nutzen, die in meinem YouTube-Channel sind. Und ja, also dann noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht. Ich weiß ja nicht, wann ihr hier zugreift, und wünsche euch alles Gute, euer Peter.